neuen Kompromiss. Eigene Wünsche zurückgestellt. Eigene Bedenken und eigene politische Anschauungen. Ich riet dies auch in vielen Unterhaltungen meinen Freunden, dann, wenn diese sich darüber beklagten, dass sie und ihre Interessen in der Zeit der Gleichschaltung schlecht behandelt worden wären. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass auch Millionen von Deutschen nur aus diesem Grunde und in dieser Erwartung zur Partei kamen. Sie glaubten, einer guten Sache zu dienen. Sie waren in einem reinen Idealismus bereit, dieser Sache alles zu opfern, außer ihrer Ehre. Ich musste inzwischen erkennen, dass der Führer dieser Sache das Opfer dieser Idealisten annahm, dass er es verwirtschaftete und dass er außerdem ihre Ehre mit einem sinnlosen und unmenschlichen, in der Geschichte beispiellosen Mord befleckte. Einen Mord, den keine Notwendigkeit des Krieges hätte rechtfertigen können, aber für den sogar keinerlei Grund zu finden war, in irgendeiner Notwendigkeit des Krieges. Nun wirft Ihnen die Anklage vor, dass Sie 1933, ich zitiere, den üblichen Eid der bedingungslosen Treue zu Hitler geschworen haben. Aus welchem Grund auch immer Sie dies taten. Die Tatsache, dass Sie diesen Eid leisteten, ist doch wohl richtig, nicht wahr? Jawohl. Ich habe auch zweimal einen Eid auf die Weimarer Verfassung geleistet. Und zwar 1933 und 1938. Ich darf etwas hinzufügen. Es war immer, und es ist noch meine Überzeugung, kein Eid entbindet einen Menschen von allgemeinen Menschenpflichten. Niemand wird durch einen Eid zu einem unverantwortlichen Werkzeug. Auch mein Eid hätte mich niemals dazu veranlasst, einen Befehl durchzuführen, wenn ich ihn als verbrecherisch erkannt hätte. Ich habe niemals in meinem Leben irgendjemand blind gehorcht. Deshalb berufe ich mich auch für keine einzige meiner Handlungen etwa auf die Gehorsamspflicht. Haben Sie den Eid gehalten, den Sie leisteten? Ja, mir sind keine Handlungen zugemutet worden, die ich als verbrecherisch hätte ansehen können. Oder als eine Verletzung geschriebener oder ungeschriebener Gesetze. Im Übrigen habe ich den Eid, den ich leistete, nicht Hitler, sondern dem deutschen Volke gehalten. Wie lange haben Sie den Eid gehalten? Ich habe ihn bis zum Schluss gehalten. Da allerdings bin ich gegen den Befehl, der mir gegeben wurde, in Berlin geblieben. Als Hitler und seine nächste Umgebung die Flucht in den Tod oder die Flucht nach Westen ergriffen hatten. War ich meines Wissens als einziger höherer Beamter in Berlin. Ich sammelte damals die ihrem Schicksal überlassenen Angestellten der obersten Reichsbehörden in den Trümmern meines Büros. Hitler hatte den Befehl zum Weiterkämpfen hinterlassen. Der Berliner Kampfkommandant war unauffindbar.
so fühlte ich mich als Zivilist verpflichtet, dem russischen Marschall Schukow die Kapitulation anzubieten. Als ich die Parlamentäre abfertigte, die über die Kampflinie gehen sollten, erschien der letzte Wehrmachtsadjutant Hitlers, der General Burgsdorf, und wollte mich in Erfüllung des Befehls Hitlers niederschießen. Es kam trotzdem zu der Kapitulation, auch wenn sie von dem inzwischen gefundenen Kampfkommandanten unterzeichnet wurde. Ich habe also, wie ich glaube, den Eid gehalten. Den Eid, den ich in der Person Hitlers dem deutschen Volk leistete. Hatten Sie ein Amt in der Partei? Nein. Waren Sie politischer Leiter? Nein. Waren Sie in der SA oder SS oder einer der hier angeklagten Organisationen? Nein. Haben Sie mal an einem Parteitag teilgenommen? Nein. An einer der Feiern des 9. November in München? Nein. Dann schildern Sie bitte kurz Ihre Stellungen und Ihre Arbeit von 1933 bis 1945. Ich darf auch hier wieder auf mein Affidavit 3469 PS verweisen, und zwar auf den gesamten Rest. Ich kann mich deshalb wieder mit einigen Stichworten begnügen, beziehungsweise mit einigen Ausführungen, die das ergänzen, was im Affidavit nicht gesagt ist. Ich blieb bei der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus das, was ich vorher gewesen war, nämlich Chefredakteur des Drahtlosen Dienstes. Das war der Name des Deutschen Rundfunknachrichtendienstes. Ich blieb das noch weitere 5 Jahre. Im Mai 1933 wurde dieser drahtlose Dienst, der ein Teil der Reichsrundfunkgesellschaft gewesen war, eingegliedert in das Propagandaministerium. Und zwar in dessen Abteilung Presse. Da ich ein Spezialist war im journalistischen Nachrichtenwesen, erhielt ich sehr bald die Betreuung der Nachrichtenagenturen. Zunächst der kleineren, wie Transozean oder Europapress oder Eildienst, nachher auch die Betreuung des großen deutschen Nachrichtenbüros. Ich hatte damals über die Agenturen keine Befehlsgewalt, denn ich selbst war ja noch ein Angestellter des Ministeriums und noch nicht ein Beamter. Ich hatte auch kein Bestimmungsrecht über den Inhalt der Nachrichten. Ich hatte nur die organisatorische Aufsicht. Aber ich glaube, dass mein Rat damals viel galt. In jener Zeit habe ich auch andere Beratungen journalistischer Art gemacht. Im Dezember 1938 wurde ich dann Leiter der Abteilung Deutsche Presse. Ich wurde Ministerialdirigent. Ich fühlte mich auch als Beamter, noch als der Journalist, der ich vorher Jahrzehnte gewesen war. Ich behielt die Leitung der Abteilung Deutsche Presse,
bis zum Frühjahr 1942. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht einverstanden, unter anderem mit der schönfärberischen Pressepolitik meines damaligen Vorgesetzten, des Reichspressechefs Dr. Dietrich. Ich wurde deshalb Soldat und ging an die Ostfront. Im Herbst 1942 wurde ich zurückgeholt von Dr. Goebbels. Dr. Goebbels billigte meine vorher geübte Kritik, die er kannte. Er bot mir die Leitung der Rundfunkabteilung seines Ministeriums an. Ich antwortete, ich könnte nur dann ins Propagandaministerium zurückkommen, wenn ich die Gewissheit hätte, dass eine politische Beendigung des Krieges gesucht würde. Und das nicht abgezielt würde auf den militärischen totalen Sieg, den ich vom ersten Tage des Krieges an für unmöglich gehalten hatte. Ich sagte damals Dr. Goebbels wörtlich, einen Kampf bis zur Selbstvernichtung, so wie ihn die Goten am Vesuv kämpften, mache ich als Propagandist nicht mit. Dr. Goebbels antwortete mir damals, dass auch Hitler und auch er die politische Beendigung des Krieges auf der Basis irgendeiner Verständigung suchten. Er versprach mir, dass er mich rechtzeitig unterrichten wolle, wenn er merke, dass der Führer diese Absicht ändere. Dr. Goebbels hat dieses Versprechen in Abständen von einigen Monaten bis zum Ende des Krieges wiederholt und mir bei der jeweiligen Wiederholung sogar immer substanziierte Andeutungen über die jeweils im Gang befindlichen politischen Bemühungen gemacht. Ich habe heute das Gefühl, dass er das Versprechen gebrochen hat. Damals übernahm ich also die Rundfunkabteilung des Propagandaministeriums. Ich wurde Ministerialdirektor. Das waren Ihre amtlichen Stellungen. Nun, diese waren in der Öffentlichkeit weniger bekannt. Bekannter waren Ihre Rundfunkvorträge. Wie war es damit? Ich sprach seit 1932 wöchentlich einmal 10 bis 15 Minuten in einigen deutschen Sendern und dem Deutschlandsender. Zu Anfang des Krieges sprach ich dann täglich, und zwar über alle Sender, ich glaube 3 oder 4 Monate lang. Dann sprach ich 3-mal wöchentlich, dann 2-mal wöchentlich und nachher wieder 1-mal wöchentlich. Zunächst stellten diese Rundfunkvorträge eine einfache Zeitungsschau dar. Das heißt, eine Sammlung von Zitaten in- und ausländischer Zeitungen. Insbesondere nach Beginn des Krieges aber wurden diese Vorträge selbstverständlich zu einer Polemik auf der Grundlage von Zitaten, meist von Zitaten ausländischer Zeitungen und ausländischer Rundfunksender. Waren diese Ihre Vorträge offiziell? Trugen sie amtlichen Charakter? Die Anklage behauptet, sie seien natürlich der Kontrolle des Propagandaministeriums unterstellt gewesen. Das ist in dieser Form nicht richtig.
Die Vorträge waren nicht offiziell. Sie waren zu Anfang eigentlich ausgesprochen private Arbeiten. Allerdings konnte ich nicht verhindern, dass im Laufe der Zeit die privaten Vorträge eines Mannes, der eine Stellung hatte im Propagandaministerium, nicht mehr als privat gewertet wurden, sondern als offiziös. Sie sagen eben private Arbeiten, die dann später als offiziös betrachtet wurden. Zur Klärung frage ich, durfte man an Ihren Vorträgen Kritik üben oder wurde man dann verhaftet? Man durfte nicht nur Kritik üben, sondern man... Ich habe eine umfangreiche Korrespondenz mit meinen Kritikern geführt, allerdings nur mit dem Teil, der seinen Namen unterschrieb. Es gab natürlich auch anonyme Kritiker. Allerdings darf ich hierbei einfügen, dass die anonymen Kritiker meist nur allgemeine Ausstände hatten. Nach Ausbruch des Krieges bot mir eine süddeutsche Staatsanwaltschaft und nachher das Justizministerium einen gewissen Schutz für meine Publikationen an. Offenbar in der Annahme, sie seien eben offiziell oder offiziös. Es wurde mir vorgeschlagen, bei irgendwelchen Beleidigungsprozessen als Nebenkläger aufzutreten. Ich habe das ausdrücklich abgelehnt, und zwar mit einer Begründung, die ich auch immer wieder sonst gebraucht habe und öffentlich aussprach, nämlich mit der Feststellung, auf etwas müssen die Menschen ja doch schimpfen dürfen, wenn es ihnen verboten ist, auf den Staat und die Regierung zu schimpfen, dann muss es ihnen erlaubt sein, das wenigstens auf Presse, auf Rundfunk und auf mich zu tun. Wie erarbeiteten Sie diese Ansprachen? Wurden sie schriftlich festgelegt und vorher zensiert? Eine vorherige Zensur habe ich immer abgelehnt. Das Material wurde recht sorgfältig gesammelt. Es wurde aufgehoben in dem sogenannten Archiv Schnelldienst, dessen Herbeischaffung beantragt wurde, vom Hohen Gericht auch genehmigt wurde, das aber nicht gefunden wurde. Das Material bestand aus Zeitungsausschnitten, aus Meldungen der Nachrichtenagenturen und aus Abhörberichten ausländischer Sender. Die Prüfung zweifelhafter Dinge wurde durch einen eigenen Referenten vorgenommen. Dann wurde der Vortrag roh skizziert in einem Diktat und verhältnismäßig freigesprochen. Also, es wurde anders verfahren als bei einem Aufsatz. Es wurde nicht jeder Satz gefeilt, weil bei einem geschriebenen Wort jeder Ausdruck wiegt, aber bei einem gesprochenen Wort mehr der Gesamteindruck entscheidet. Also, Sie arbeiten im Propagandaministerium. Minister war Dr. Goebbels. Sein Name wurde hier oft genannt, und zwar in verschiedenen Stellungen. Als Reichsminister für Propaganda, Reichspropagandaleiter der NSDAP, Reichsbeauftragter für den totalen Kriegseinsatz und Gauleiter von Berlin. In welcher dieser Eigenschaften hatten Sie mit Dr. Goebbels zu tun? Ausschließlich in der Eigenschaft als Propagandaminister. Waren Sie da sein Vertreter?
Nein. Ich war zuletzt, in den letzten 2,5 Jahren, sein Beauftragter für den Rundfunk. Und außerdem Leiter einer von 12 Abteilungen seines Ministeriums. Vertreter von Dr. Goebbels waren die Staatssekretäre, zuletzt Dr. Naumann, der auch für einen Tag sein Nachfolger wurde. War Dr. Goebbels Ihr einziger und unmittelbarer Vorgesetzter? Nein. Zwischen ihm und mir gab es zu Anfang viele Instanzen, später immer noch einige. Ohne dienstliche Vorgesetzte bin ich zum ersten Mal hier auf der Anklagebank. Bei dieser Gelegenheit, wen von den Angeklagten kannten Sie? Mit wem hatten Sie dienstliche oder persönliche Beziehungen? Dienstliche Besprechungen habe ich 2-3 Mal, bald nach 1933 gehabt, mit Funk, der damals als Staatssekretär im Propagandaministerium war und im Wesentlichen die wirtschaftlichen und organisatorischen Dinge bearbeitete. Mit ihm besprach ich die Finanzpläne für die Neuorganisierung des Nachrichtenwesens. Ich habe dann einmal eine Rücksprache mit Großadmiral Dönitz in einer technischen Angelegenheit gehabt. Ich habe Seyß-Inquart im Haag, Papen in Istanbul aufgesucht. Alle übrigen kannte ich par distance und habe sie persönlich erst im Prozess kennengelernt. Wie war das mit Hitler? Eine Aussprache mit ihm habe ich niemals gehabt. Dagegen sah ich ihn im Laufe von 12 Jahren natürlich mehrfach im Reichstag, bei großen Veranstaltungen oder Empfängen. Einmal war ich auch in seinem Hauptquartier und wurde zum Abendessen in einem größeren Kreis zugezogen. Sonst erhielt ich Weisungen von Hitler nur durch Dr. Dietrich oder dessen Vertreter oder durch Dr. Goebbels und dessen verschiedene Vertreter. Wie standen Sie mit Dr. Goebbels? Waren Sie mit ihm befreundet? Waren Sie häufig mit ihm zusammen? Befreundet kann man keinesfalls sagen. Das Verhältnis war dienstlich reserviert und in gewisser Weise distanziert. Persönlich bei ihm war ich sogar seltener als andere Mitarbeiter von Dr. Goebbels meiner Rangstufe. Aber ich glaubte zu beobachten, dass er mich respektvoller behandelte als irgendeinen anderen seiner Mitarbeiter. Insofern nahm ich eine gewisse Sonderstellung ein. Ich schätzte bei Dr. Goebbels die Intelligenz und die Fähigkeit, wenigstens manchmal vor besseren Argumenten die eigene Ansicht zu ändern. Ich sah ihn in den ersten 5 Jahren circa 2-mal im Jahr. Als ich Abteilungsleiter geworden war, sah ich ihn vielleicht 1-mal im Monat. Nach Kriegsausbruch sah ich ihn täglich im Rahmen einer Konferenz von
30 bis 50 Mitarbeitern. Und daneben hatte ich etwa einmal wöchentlich eine Rücksprache über ein Spezialthema mit ihm. Wir kommen nun zum Gebiet der Propaganda. Können Sie das Wesen der Propaganda im Dritten Reich umreißen? Ich will es versuchen. Es gab drei Arten von Propaganda. Die erste war die unorganisierte Agitation der radikalen Fanatiker in der Partei. Sie zeigte sich auf allen Gebieten. Auf dem Gebiet der Religion, der Rassenpolitik, der Kunst, der allgemeinen Politik und der Kriegsführung. Die Spitze dieser unorganisierten Agitation wurde je länger, je mehr Martin Bormann. Die zweite Art von Propaganda war die Reichspropagandaleitung der NSDAP. Ihr Leiter war Dr. Goebbels. Sie versuchte, die Agitation der Radikalen in irgendeine diskussionsfähige Form zu bringen. Die dritte Art war die staatliche Organisation, das Reichspropagandaministerium. Die Anklage hatte zu Anfang behauptet, Sie wären auch Leiter der Rundfunkabteilung der Propagandaleitung der NSDAP gewesen. Wie steht es damit? Die Anklage hat diese Behauptung zurückgezogen. Sie sagte, sie hätte keine Beweise dafür. Es wäre richtiger gewesen zu sagen, dass diese Behauptung erwiesenermaßen falsch ist. Ich verweise auf meinen Affidavit 3469 PS, Punkt 37. Dort stelle ich fest, dass ich im Gegensatz zu meines Wissens allen meinen Vorgängern als Leiter der Abteilung Rundfunk des Ministeriums nicht gleichzeitig Leiter der Rundfunkabteilung der Partei war. Ich erweitere heute diese Erklärung mit der Feststellung, dass ich überhaupt kein Amt in der Partei hatte. Es ist Ihnen der Vorwurf gemacht worden, Sie hätten Dr. Goebbels geholfen, die Welt in das Blutbad des Angriffskrieges zu stürzen. Trifft das zu? Hat Dr. Goebbels jemals mit Ihnen über Angriffspläne gesprochen? Nein. Es ist niemals zu mir von der Absicht eines Angriffskrieges gesprochen worden. Weder von Dr. Goebbels noch von irgendeinem anderen. Es wurde hier im Laufe des Prozesses mehrfach gesprochen von einigen Konferenzen, in denen, wie es hieß, verschiedene Angriffspläne besprochen wurden. Zum Beispiel vor dem Angriff auf die Tschechoslowakei, vor dem Angriff auf Polen, auf Norwegen und auf Russland. Haben Sie an diesen Konferenzen teilgenommen? Haben Sie von ihnen gehört? Ich habe an keiner einzigen dieser Konferenzen teilgenommen. Und ich habe erstmals von Ihnen gehört, hier im Gerichtssaal. Nun, wenn ich von Plänen zu einem Angriff mit Ihnen gesprochen wurde, wurde dann überhaupt von Krieg und Kriegsmöglichkeiten gesprochen? Nein. Aber es wurde von Kriegsgefahren gesprochen. Und zwar schon 1933.
Kriegsgefahren, die bedingt waren durch die einseitige Abrüstung eines Staates inmitten hochgerüsteter anderer Staaten. Dieses Missverhältnis zwischen Rüstung und Nichtrüstung musste als eine Lockung zum Angriff erscheinen. In der deutschen Propaganda nach 1933 ist diese Überlegung und diese Behauptung ein Hauptgrund gewesen, zunächst für die Forderung nach Abrüstung der anderen Mächte, und nachher für die deutsche Forderung nach Rüstungsausgleich. Das erschien mir durchaus logisch. Aber niemals ist von einer Kriegsgefahr gesprochen worden, ohne gleichzeitigen Hinweis auf den deutschen Friedenswillen. Das erschien mir ehrlich. Im Sommer 1939, als die Kriegsgefahr immer drohender wurde, war ich öfter bei Dr. Goebbels als zu irgendeiner anderen Zeit. Ich übergab Dr. Goebbels eine Reihe von kleinen Denkschriften, sozusagen als Beitrag aus meinem Arbeitsgebiet, dem Nachrichtenwesen. Es waren Analysen der öffentlichen Meinung westlicher Länder, und aus ihnen ging immer wieder hervor, dass England zum Kriege entschlossen sei im Falle eines Konflikts um Polen. Ich erinnere mich, dass Dr. Goebbels tief beeindruckt war, als ich ihm einmal wieder eine solche Denkschrift gab, sich sehr besorgt äußerte und sich entschloss, sofort zu Hitler zu fliegen. Er sagte mir damals wörtlich: Glauben Sie mir, wir haben nicht 6 Jahre erfolgreich gearbeitet, um jetzt alles in einem Krieg zu riskieren. Weiter kannte ich im Sommer 1939 einige wichtige Mängel der deutschen Rüstung, die zum Teil auch hier schon im Gerichtssaal erwähnt worden sind. Demnach war ich von der Ehrlichkeit des Friedenswillens in der Politik Hitlers überzeugt. Wenn in diesem Prozess Dokumente vorgelegt wurden, aus denen hervorgeht, dass Hitler insgeheim anders dachte oder anders handelte, dann kann ich mir kein Urteil bilden, weil die Dokumente der Gegenseite noch nicht veröffentlicht sind. Sollte es aber so sein, wie die hier vorgelegten Dokumente sagen, dann muss ich feststellen, dass ich über die Ziele der deutschen Politik getäuscht worden bin. Herr Präsident, ich hatte zu Beginn meiner Beweisführung erklärt, dass es nicht gelungen ist, die Rundfunkansprachen des Angeklagten Fritzsche herbeizuschaffen. Ich habe mich bei den deutschen Rundfunksendern selbst bemüht, und es ist mir wenigstens gelungen, einen kleinen Teil aus den Jahren 1939 und 40 zu bekommen. Und ich möchte, aus diesem Reden habe ich einige ausgewählt, die ich als Fritzsche Exhibit Nummer 1 dem Hohen Gericht anbieten möchte. Aus der Rundfunkrede
Fritsches vom 15. November 1939 möchte ich zur Unterstützung desjenigen, was der Angeklagte eben ausgeführt hat, nur einen Satz wörtlich zitieren. Ich zitiere: Der einzige Kriegsgrund, der für ein Volk, das in seiner Gesamtheit niemals kriegslüstern ist, überhaupt in Frage kommt, der einzige Kriegsgrund, der auch moralisch zu rechtfertigen ist, ist die Bedrohung der Existenz des Lebens eines Volkes. Und diese vom Angeklagten Fritsche Anfang des Krieges betonte Linie hat er auch während des Krieges beibehalten. Zum Beweise dafür möchte ich eine weitere Stelle zitieren aus demselben Dokument, und zwar aus einer Rundfunkrede Fritsches vom 23. Juli 1940. Ich zitiere: Wir Deutschen haben im Lauf unserer ganzen Geschichte und vor allem vor 20 Jahren genug Blut und Tränen und menschliches Leid erlebt, um ihm nun ehrlich ins Auge zu sehen. Wir wussten, was Krieg heißt und wollten ihn deshalb nicht. Und weil der Führer es so genau weiß und erlebt hat, deshalb bot er am 6. Oktober und am 19. Juli den Frieden an. Haben Sie in irgendeiner Weise, Herr Fritsche, irgendetwas zu tun gehabt mit Kriegsvorbereitungen geistlicher oder organisatorischer Art? Direkt nicht, aber vielleicht indirekt. Ich bin eingetreten für die Forderung nach Abrüstung der anderen, dann für Rüstungsausgleich. Und ich bin eingetreten für die Wehrhaftmachung des deutschen Volkes. Der Ausdruck Wehrhaftmachung ist missverständlich. Jedenfalls leicht zu missdeuten, ich möchte ihn ausdrücklich erläutern als die Fähigkeit, in der Selbstverteidigung zu kämpfen. Auch dem deutschen Volk ist immer wieder versprochen worden, oft durch meinen Mund, dass die Wiederherstellung seiner Wehrhoheit nur defensiven Zwecken dienen würde. Wie und wo haben Sie diese Gedanken vertreten? In dem bescheidenen Rahmen meiner wöchentlichen Rundfunkvorträge, und zwar mit gelegentlichen Bemerkungen. Ich war ein Patriot, aber ich fühle mich frei von Chauvinismus, also übersteigertem Nationalismus. Ich als Historiker war mir schon damals darüber klar, dass besonders im engen Europa der altüberlieferte Nationalismus ein Anachronismus war und dass er im Widerspruch stand zu modernem Verkehr und modernen Waffen. Damals glaubte ich in Hitlers Lehre, aber auch gewisse Elemente zu sehen für eine neue Art der Völkerverständigung. Es war besonders der immer wieder aufgestellte Lehrsatz, nur der Nationalismus des einen Volkes kann den Nationalismus des anderen Volkes verstehen. Erst heute ist mir ideologisch klar geworden, insbesondere
aber natürlich materiell, durch die weitere Entwicklung auch der Waffen, dass die Zeit des Nationalismus vorüber ist, wenn die Menschen nicht Selbstmord begehen wollen, und dass die Zeit des Internationalismus gekommen ist, im Guten oder im Bösen. Damals aber galt der Nationalismus nicht als ein Verbrechen. Alle vertraten ihn. Es ist zu sehen, dass er heute noch vertreten wird. Und ich habe ihn auch vertreten. Nun wird aber von der Anklage darauf hingewiesen, dass vor jedem Angriff ein Pressefeldzug in Deutschland veranstaltet wurde, der darauf hinauslief, das Opfer eines geplanten Angriffs zu schwächen und das deutsche Volk psychologisch auf die neue Aktion vorzubereiten. Wenn dies von der Anklage zunächst noch ohne Bezug auf Sie persönlich festgestellt wird und wenn auch nachher nicht direkter Vorwurf erhoben wird, dass Sie diese Pressekampagnen veranstalteten, so wird von der Anklage doch sehr stark Ihre Verbindung mit dieser Praxis herausgestellt. Was haben Sie also über Ihre Rolle in diesem publizistischen Kampf an Tatsachen auszusagen? Ich kann zunächst nur darauf hinweisen, dass ich diese propagandistischen Aktionen ausführlich geschildert habe in meinem Affidavit 3469 PS, Punkt 23 bis 33, und zwar von der Rheinlandbesetzung angefangen bis zum Angriff auf die Sowjetunion. Diese Schilderungen enthalten auch Angaben über Art und Umfang meiner Beteiligung an diesen Aktionen. Darüber hinaus darf ich betonen, es fehlt in dieser Schilderung meines Affidavits jeglicher Hinweis auf die jeweilige Frage des Rechtes. Es fehlt jede politische Begründung. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich in jedem Fall einer jeden Aktion eine gute Sache und ein gutes Recht zu vertreten glaubte. Es dürfte zu weit führen, wenn ich das hier für jeden Fall begründen wollte. Zumal über viele dieser Fälle auch schon hier gesprochen worden ist. Ich nehme an, ja, ich hoffe, dass die Anklagevertretung hierzu noch Fragen stellen wird. Denn ich stelle die Behauptung auf, wie auch immer die Tatsachen in den einzelnen Fällen gewesen sein mögen, mir und damit der deutschen Öffentlichkeit wurde in jedem Augenblick seit dem Anschluss Österreichs bis zum Angriff auf Russland Informationen gegeben, die keinerlei Zweifel zuließen an der Rechtlichkeit bzw. an der zwingenden Notwendigkeit des deutschen Vorgehens. Und ich als der einzige überlebende Informator der deutschen Öffentlichkeit halte mich für verpflichtet, hier bereitzustehen für jede Nachprüfung der Richtigkeit dieser meiner Behauptung, die für die deutsche Öffentlichkeit von besonderer Wichtigkeit ist. Es sind in Ihrem Affidavit einige Zeitungsüberschriften genannt, die als typisch gelten für die verschiedenen Spannungszustände vor den einzelnen Aktionen. Was haben Sie dazu zu sagen? Diese Überschriften stammen ausnahmslos
aus dem Völkischen Beobachter. Diese Überschriften wurden mir vorgelegt und ich musste selbstverständlich ihre Richtigkeit bestätigen. Ich darf aber betonen, dass der Völkische Beobachter nicht typisch war für ein Ergebnis meiner Pressepolitik. Der Völkische Beobachter hatte meist eigene und direkte Verbindungen zum Hauptquartier und zu Hitler. Typische Produkte meiner Pressepolitik waren Zeitungen wie die Deutsche Allgemeine Zeitung, die Münchner Neuesten Nachrichten, das Hamburger Fremdenblatt, um nur einige zu nennen. Aber die Anklage vertritt die Auffassung, dass sie mit ihrer inländischen Propaganda auch insofern zum Kriege hetzten, als sie im deutschen Volk feindselige Gefühle zu erwecken versuchten, gegenüber anderen Völkern Europas und der Welt. Es wird zum Beispiel in der Anklagerede Captain Sprechers gesagt, Ausdrücke wie Hetze gegen die Völker der Sowjetunion, Atmosphäre der Vernunftlosigkeit und des Hasses sei von ihnen geschaffen worden. Oder sie hätten Deutsche zu blindem Hass aufgereizt. Haben Sie das getan? Nein, ich habe das nicht getan. Nie habe ich Hass zu erwecken versucht gegen Engländer, Franzosen, Amerikaner oder Russen und so weiter. Es gibt kein einziges Wort dieser Art in vielleicht 1000 Reden, die ich vor dem Mikrofon gehalten habe. Wohl habe ich scharf polemisiert mit Regierungen, mit Regierungsmitgliedern, mit Regierungssystemen. Aber ich habe niemals Hass allgemein gepredigt oder auch nur indirekt zu erwecken versucht, wie es etwa der Fall war. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich ein Beispiel aus dem Gerichtssaal nehme. In dem Augenblick, als hier ein Film vorgeführt wurde und dabei die Worte gesprochen wurden, hier sehen Sie Deutsche lachen über erhängte Jugoslawen. Niemals habe ich in dieser allgemeinen Form einen Hass zu erwecken versucht. Und ich darf darauf hinweisen, dass auch jahrelang viele antinationalsozialistische Äußerungen aus gewissen, damals noch neutralen Ländern unbeantwortet blieben. Wurden Sie von Ihren Vorgesetzten aufgefordert, Ihre Propaganda die Tendenz der Hetze zu geben und der Erregung von Hass? Jawohl, das geschah oft. Aber es wurde nicht verlangt, dass Hetze getrieben wurde gegen Völker oder Hass gegen Völker erweckt wurde. Das war ausdrücklich verboten. Denn die Völker wollten wir ja für uns gewinnen. Immer und immer wieder aber wurde ich aufgefordert, Hass zu erwecken gegen Einzelpersonen und gegen Systeme. Wer hat Sie aufgefordert? Dr. Goebbels,
Dr. Dietrich und beide oft in direktem Auftrage Adolf Hitlers. Es wurde immer wieder der Vorwurf erhoben, die deutsche Presse und der deutsche Rundfunk erweckten gar keinen Hass gegen Roosevelt, Churchill oder Stalin, sondern sie machten diese drei Persönlichkeiten populär als tüchtige Männer. Es war deshalb jahrelang der deutschen Presse auch verboten, diese drei Namen überhaupt zu erwähnen, wenn nicht im Einzelfall eine Erlaubnis dazu gegeben wurde mit einer genauen Gebrauchsanweisung. Wollen Sie nach alledem sagen, dass Sie die Aufforderung zu einer Umstellung Ihrer Propaganda auf Hetze und auf Erregung von Hass abgelehnt und nicht durchgeführt haben? Ich möchte genau umreißen, was ich tat. Ich ließ, als die Vorwürfe von Dr. Goebbels und Dr. Dietrich sich häuften, einmal sammeln alle Karikaturen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, aus England, USA, Frankreich, einige wenige auch aus Russland. Außerdem ließ ich sammeln alle antideutschen Propagandafilme, deren ich habhaft werden konnte. Dann habe ich in 5 bis 6 mehrstündigen Veranstaltungen diese Karikaturen und diese Filme deutschen Journalisten und deutschen Rundfunksprechern vorgeführt. Ich selbst sprach nur einleitend 2 oder 3 Minuten. Es ist durchaus möglich, dass ich durch diese Vorführung Hass erzeugt habe. Aber ich möchte die Beurteilung dieses Mittels zur Erzeugung von Hass mitten in einem Krieg der Beurteilung des Hohen Gerichts anheimstellen. Jedenfalls erklärte Dr. Goebbels auch später, er sei unzufrieden und wir wären Stümper. Ich darf eine Erklärung hinzufügen. Ich hätte noch ein anderes Mittel gehabt, den mir gegebenen Befehl durchzuführen, wirklichen Hass zu erwecken. Das heißt nicht ein Mittel, sondern eine ganze Gruppe von Mitteln. Das wäre zum Beispiel, um nur das eine Beispiel zu nennen, eine deutsche Publikation gewesen, der beiden letzten Bände der Tarzan-Serie, einer in Deutschland damals sehr populären, abenteuerlichen Romanserie, deren beide letzte Bände stark antideutsch waren. Ich brauche sie hier nicht näher zu charakterisieren. Ich habe auf solche Produkte der früheren antideutschen Propaganda nicht hingewiesen. Ich habe solche Methoden immer bewusst ignoriert. Wenn Sie sagen, auf
Hass und Hetze in Ihrer Propaganda verzichtet zu haben. Womit haben Sie denn dann im Wesentlichen Propaganda betrieben, im Krieg? Ich habe Propaganda in diesem Krieg betrieben, fast ausschließlich mit dem Begriff der Notwendigkeit und des Zwangs zu kämpfen. Ich habe immer wieder die Folgen einer Niederlage sehr schwarz gemalt. Und ich habe systematisch Zitate aus der Presse und dem Rundfunk der feindlichen Länder gebracht. Ich habe die feindliche Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation immer wieder zitiert. Ich habe das Wort von dem Überversailles oft gebraucht und habe, ich betone es, die Folgen eines verlorenen Krieges überaus pessimistisch geschildert. Ein Vergleich mit der Wirklichkeit steht mir heute nicht zu. Aber haben Sie denn aus den Rundfunksendungen des Gegners nicht klar entnehmen können, dass sich der Kampf der Alliierten nicht gegen das deutsche Volk richtete, sondern nur gegen dessen Führung? Haben Sie das dem deutschen Volk verheimlicht? Im Gegenteil. Ich habe Ihnen das nicht verheimlicht, sondern ich habe auch das immer und immer wieder zitiert. Nur habe ich es als unglaubhaft bezeichnet. Und ich habe zum Beispiel den Trick gebraucht, einmal den Wortlaut einer mittelalterlichen Kriegserklärung zu zitieren, in der schon gesagt wurde, dass nur Fehde angesagt sei dem König von Frankreich, dass man aber dem französischen Volke die Freiheit bringen wolle. Haben Sie auch versucht, die Front der Alliierten... Would that be a convenient time to break off? Hello, sound recording. Hello, sound recording. That's all for today.